immer derselbe. Du rettest mich aus tiefster Finsternis. Es mich in deinem Licht, macht's mich für dich zu bleiben. Es erheben sich Könige vor dir und fallen auf ihr Angesicht. Zeiten ändern sich, doch mein Gott bleibt derselbe. Der Anfang und das Ende, mächtiges Erblick, doch mein Gott. Was du bist, verzückt von deinem Glanz, steht vor dir in der Furcht, weil du es bist, der Gott, der ewig ist. Verlasse ich mich ganz auf die Gnade, die du schenkst. Es erheben sich Könige vor dir und fallen auf ihr Angesicht. Zeiten ändern sich, doch mein Gott bleibt derselbe, der Anfang und das Ende. Tote auferwecken kann, der Gott der Liebe, bist du der Heilige, weil du derselbe bleibst, geh das in Ewigkeit. Zeiten ändern sich, doch mein Gott bleibt derselbe, der Anfang und das Ende, mächtiges Erblick, doch mein Gott. Wir begrüßen von hier aus Löbau ganz herzlich alle, die sich jetzt zugeschaltet haben, die mit uns in diesen ersten Advent hineingehen wollen, die diesen Advent beginnen wollen mit Jesus, mit dem, der auf die Erde gekommen ist, der geblieben ist und gedient hat allen Menschen und der sich hat ans Kreuz nageln lassen, der kein Baby geblieben ist, der als Mensch umhergegangen ist und gestorben ist für uns. Und wieder ist schon ein Jahr um, werden sich viele wundern, schon wieder eins vorbei. Aber neue Chance heute Morgen, diesen Advent ganz neu anzugehen. Heute zu sagen, Jesus, mit dir will ich in diesen Advent gehen. Vielleicht zündest du oder sie zu Hause jetzt die Kerze schon an, auch wenn die Sonne scheint. Aber noch viel wichtiger ist es, selber das Licht reinzulassen in dein Herz aufzumachen für die allerbeste Botschaft der Welt. Jesus ist gekommen und Jesus will immer wieder neu da sein für dich, für jeden.
Und davon werden wir sicherlich jetzt auch in der Predigt hören. Ich bitte den Pastor Udo nach vorn, der uns heute das Wort austeilt. Ich möchte dich mit allen hier zusammen gerne segnen zum Dienst. Lieber Herr Jesus, ich vertraue dir, dass du dem Udo die richtigen Worte gibst, dass er davon spricht, was du ihm sagst, Heiliger Geist. Und ich bete für uns alle, dass wir hören können, was der Geist Gottes zu uns sagt durch den Prediger. Danke für alles, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Amen. Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen von mir. Ich bin ja begeistert, Adventszeit. Heute früh durfte meine Frau auch das erste Kerzlein anzünden. Da bin ich ja sehr traditionell unterwegs. Erster Advent wird die erste Kerze angezündet. Genau, und wir freuen uns immer wieder. Und da kommen natürlich viele Erinnerungen an die Kindheit. Kommen viele Erinnerungen an. Ich hatte ja eine sehr schöne Kindheit an Weihnachten, an die spannungsreiche Zeit. Es geht bald los mit den ersten Türchen öffnen. Ich habe auch meinen Sohn, der ist natürlich schon lange erwachsen, verheiratet, auch wieder in die Schweiz sogar einen Weihnachtskalender geschickt. Ich hatte einen sehr schönen dieses Jahr mit Maria und Josef, einen richtig in biblischen. Okay. Jo, schau mal hinten in den Technikraum nach. Okay, ich habe was mitgebracht, dazu bräuchte ich gleich die Bilder. Deswegen rede ich so ein bisschen hin und her noch über Advent. Okay, das ist heute meine Predigt. Hochzeit feiern, oder? Was seht ihr da? Hochzeitspredigt heute. Will jemand von euch heute gerade heiraten? Da passt es. Hat es jemand vor jetzt? Jetzt gerade nicht? Nee, es ist auch nicht das Thema Hochzeit heute. Ist es nicht. Ich steige mal ein bisschen. Oh, was ist denn jetzt los? Ja? Nein, doch, geht. Ich steige mal mit ein Bild ein. Also, ich bin ja noch ein Kind der DDR-Zeit, bin in der DDR-Zeit groß geworden. Und als ich so in die Teenager-Zeit kam, so Anfang der Teenager-Zeit, dann wollte ich mit meinem Freund, also das Bild ist ein bisschen eher, er ist auch hier drauf, mein Freund, ich bin auch drauf, unter der FDJ-Fahne und Ernst-Schneider-Schule in Taubenheim. Da habe ich mit meinem Freund, an den ich mich drangehangen habe, den ich total cool fand, nach Polen trampen. Also von uns aus, das war immer ein großes Unternehmen, trampen nach Görlitz, in Görlitz rübergehen auf den sogenannten Schwarzmarkt. Ja, da gab es den Schwarzmarkt und da gab es schon tolle Sachen so. Wrangler-Aufnäher oder so. Oder ein Bild von irgendeiner Pop-Rock-Gruppe damals, konnte man da irgend so schwarz-weiß schlecht kaufen. Oder wir waren ganz gespannt, was werden die da anbieten. Ja, hatten ein paar Mäuse zusammengespart und sind dann, wollten wir dahin trampen. Und ich hatte mich mit ihm verabredet, der auch hier auf dem Bild ist, und war voller Spannung. Musste meine Eltern überzeugen. Ja, die waren bedenklich, so, ich weiß nicht, 12 oder irgendwas. Soll ich die mit dem vor allem, der war auch in unserer Klasse so ein bisschen bekannt, der Kerl, für nicht so der liebste, netteste, nett war er, aber so ein bisschen verrückter Typ. Ne? Der ging, glaube ich, schon mit 13 auf die Disco, 12 und so. Ja, und den fand ich total cool. Ey. Und dann haben wir das ausgemacht und Sonnabendabends die Spannung, oder wann, Freitagabend die Spannung, morgen früh werden wir losgehen und wir werden trampen, wir werden nach Görlitz uns aufmachen. Und ich komme raus und der ist nicht da, wo wir uns treffen. Da musste ich zu denen hingehen und dann habe ich bei denen geklopft und habe gesagt, was ist los und so. Und die Mutter guckte raus und sagt, der liegt im Bett. Leute, meine Mutter konnte ich überzeugen, ihm nicht. Wir hatten uns das ausgemacht. Ich war voller Spannung und ich war extrem enttäuscht, so dass das heute noch in mir drin sitzt. Mittlerweile haben wir uns versöhnt. Ich habe ihn auch getroffen. Er ist ein Hippie geworden mit solchen Haaren. Und er hat mir erzählt, wie viele Frauengeschichten er hat, als ich ihn letztens getroffen habe. Wirklich ein krasses Leben. Und ich habe ihn von meinem krassen Erleben erzählt, dass ich kein Hippie mehr bin. Ihr seht das ja, die Haare kurz. Und dass Jesus in mein Leben gekommen ist und habe mein Buch geschenkt. Und Gott möge ihn berühren. Ja, aber das war damals und ich war also total enttäuscht. Mein Thema ist das Thema
Treue. Ich müsste, glaube, es ist das nächste Bild. Ich muss da nochmal zurückmachen. Habe ich falsch eingeordnet. Mein Thema ist das Thema Treue. Treue ist ein Riesenthema in der Bibel. Es ist absolut wichtig. Von Anfang an geht es um Treue. Im Paradies geht es um was? Ja. Was hat er gesagt? Ihr dürft von allen Früchten essen hier. Im Garten von allen Bäumen dürft ihr die Früchte essen, außer von einem. Der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn Gott wollte nicht, dass wir Menschen das Böse kennenlernen, was uns jetzt umgibt. Manchmal schon in der Familie, in der Nachbarschaft, Arbeitsplatz. Ja, wir brauchen bloß global denken, Ukraine-Krieg, wir brauchen bloß an die Hungersnöte denken. Wenn ich manchmal im Bett liege und drüber nachdenke, dann sage ich, oh Gott, komm bald wieder. Dass alle Tränen abgewischt werden. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe da mit richtig zu tun. Wenn ich an Krieg denke, wenn ich denke, so und so viele junge Leute werden da mobilisiert, dass sie erschossen werden. Und dann wird ihnen noch gesagt, wenn du dann für dein Vaterland stirbst, kommst du direkt in den Himmel. Das sagen auch andere, Al-Qaida und solche Gruppenteile. Ist es nicht schlimm, wo wir hingekommen sind? Alles mit dem Verlust des Paradieses, mit der Untreue. Und da gibt es einen, der ist unterwegs und der ist extrem gegen Treue. Und der heißt Satan, Diabolos, übersetzt Umdreher, Verdreher. Der kommt an und sagt, das sollte Gott gesagt haben. Musst du das so ernst nehmen? Willst du wirklich so leben? Guck dir doch mal die Welt an. Guck mal an, der Baum da, der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon wäre richtig gut zu essen. Wenn du das machen würdest, dann wärst du wie Gott, dann bist du dein eigener Herr, dann bist du frei. Lüge von oben bis unten. Wisst ihr, wo ich frei wurde? Bei der Armee. Bei den schlechtesten Umständen, die ich mein Leben hatte, kommunistische Armee, gefangen in einer Baracke, in der die Ratten rumrannten, da wurde ich frei. Ringsrum Stacheldraht, das durften wir noch selber bauen, uns einsperren. Weg von der Familie. Weihnachten, auch erst, da denke ich dran. Da drinnen bei den, wir hatten, unsere Baracke stand da und da ging eine Straße lang. Rechts und links standen die Wohnblöcke von den Offizieren. Und die feierten schön Weihnachten. Die machten ihre Schwibbögen an, die gestarrten die Kerzen und ich war da eingesperrt. Aber als ich runterging und sagte, Gott, ich will zurückkommen, mich hinkniete und Jesus annahm, da wurde ich frei. Und da dachte ich, wow, ich lade Gott ein, ich will mit ihm gehen, ich will seine Gebote ernst nehmen, ich will sein Wort nehmen und ich wurde frei. Deswegen haben wir mit dem Jungen auch ein Konzert, mit dem wir unterwegs sein wollen, eigentlich mehr. Das heißt Freiheit hinter Stacheldraht. Freiheit kriegst du bei Gott. Aber das ist nicht mein Thema, mein Thema ist Treue. Ja, ich habe mir überlegt, was ist alles Treue? Ich glaube Zuverlässigkeit. Also der Kerl aus meiner Klasse, der war für mich schon ein Stück gestorben. Ich dachte, auf den kannst du dich nicht verlassen. Ich habe mich so drauf gefreut und dann war es scheißegal, nächsten Tag, da, übernächsten Tag am Montag in der Schule bin ich hin, sage ich, hey, sag mal, was denn? Ich sage, hey, ich habe mich total gefreut. Ja, ich war am Freitag zur Disco, da war ich noch müde, hatte ich keine Lust. Ich dachte, solche Freunde brauchst du nicht. Da brauchst du ja keine Feinde mehr, wenn du solche Freunde hast. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, da war das Vertrauen hinüber. Ich dachte, auf den Typen kannst du dich nicht verlassen und da ist schon was zwischen uns zerbrochen. Ja. Aber so ist, ist das Zuverlässigkeit, Loyalität, dass jemand loyal dir gegenüber. Du weißt, wenn wir auseinandergehen, wird er hinter den Rücken nicht sagen, was war denn das für Mist. Wir hatten gestern mit einem Jungen in Berlin einen Auftritt und wir haben gesagt, oh super, hat Spaß gemacht. Und ich weiß, wenn ich nach Hause gehe, wird der Jürgen zu Hause nichts anderes erzählen. Zu ihnen sagen, ja, der hat wieder einen Quark geblasen. Ist ein typischer Blechbläser. Ja, und ich werde nicht zu Hause sagen, der Jürgen, ja, wie war denn der drauf? Das sah ja aus wie Heino. Ja, aber versteht ihr, weil man ist loyal. Man steht zueinander. Das ist für mich auch eine Treue. Ausdauer zu haben, einer Sache dran zu bleiben, auch wenn es nicht so läuft. Ich bin treu, ich habe mein Wort gegeben, ich stehe dazu. Ein Ja ist bei mir ein Ja, ein Nein, ein Nein. Treue hängt mit mir auch mit Wahrheit zusammen, Wahrhaftigkeit, ich bin wahrhaftig, hängt mit Selbstdisziplin zusammen. Manchmal muss ich mich sagen, ich will treu sein, ich habe null Bock jetzt gerade zu beten, ich habe jetzt null Bock den zu besuchen oder ich habe eine Zusage gemacht und das passt mir gerade gar nicht in den Kram. Das ist Treue und Treue ist für mich auch Zusammenhalt, oder? Also ich finde es total gut. Treue, Grundlage für Partnerschaft, deswegen hatte ich die Ringe. Ja, man sagt ja, der Ring, das ist ja die ewige Treue. Ja, ein Zeichen für Treue, wenn man dann vor dem Traualter steht, wenn man vor Gott in Bund schließt und sagt, wir wollen zusammengehören, bis dass der Tod uns scheidet, wollen wir treu zueinander sein.
und wir werden zusammenhalten und wir werden nicht fremd gehen und wir werden füreinander da sein, in guten wie in? Ja, das ist die Herausforderung. In guten Zeiten kann man gut treu sein, oder? Oh, wenn alles gut läuft, wenn die Frau gutes Essen kocht und die Schuhe putzt und so weiter. Da lachen gleich einige. Wenn der Mann die Winterreifen wechselt, das nicht die Frau machen muss. Ja, ja. Wenn die Paketchen ankommen. Jetzt. Aber man hält zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Deswegen heißt es Ehebund. Ja, das ist zwischen Menschen so wichtig. Das ist in der Firma so wichtig, dass man zusammenhält. Wenn da der Wurm drin ist, da geht die ganze Firma am Bach runter. Kann passieren. Bei Institutionen. Natürlich auch in der Kirche. Und wie viel mehr in Gemeinden. Treue ist so wichtig, Leute. Ich mache mal das Bild zurück. Hier bin ich auch dabei. JCR hieß die Gruppe in Zittau mit 16 Jahren. Leute, diese Gruppe hat auf der Bühne gestanden. Wir haben richtig Geld verdient. Wir haben richtig viel Spaß gehabt, weil wir ein Ideal hatten. Und wir waren richtig gefragt, angesagt, dass wir spielen. Dass wir Live-Musik machen. Aber Leute, wir mussten treu sein. Wir mussten treu sein. Das bedeutete für mich, ich bin 35 Kilometer bei jedem Wetter, jede Woche zur Probe gefahren, bei jedem Wetter, bei minus 20 Grad. Ich weiß nicht, da bin ich gefahren auf dem Moped, total mit Zeitung davor. Ich hatte eine Schwalbe, war ein bisschen geschützt, knädiert, aber ich habe gefahren wie Sau. Spätestens, als ich in Elbersbach angekommen bin, von Taubenheim aus, war ich schon durchgefroren. Ich bin hingekommen, musste mir die Hände auftauen, die Trompete erstmal, kein Ventil, alles eingefroren. Und dann habe ich endlich Musik machen können. Der andere kam von Görlitz gefahren, auch mit dem Moped. Und die ganze Woche haben wir uns gefreut, weil wir haben gesagt, ja, wir wollen Musik machen, wir wollen Erfolg haben, wir wollen auf der Bühne stehen, wir wollen die Mädchen beeindrucken. Wir hatten viele Ziele. Ich war kein Christ, wir hatten viele Ziele. Wir hatten ein Ideal. Wir haben zusammengehalten, wir haben unser Geld reingegeben, dass wir so publiche, das ist ein Weltmeister-Keyboard, ich sag euch, wenn ihr das heute erleben würdet, das wäre schon wieder kultig. Der Sound, ja. Aber wir haben Musik gemacht, wir haben uns die Titel angehört, wir haben nachts da gesessen, die Titel rausgeschrieben, die da bei Rias kamen, um das zu machen. Wir haben unsere Zeit reingegeben, nebenbei hatten wir ja auch Schule und andere Sachen. Aber wir waren treu, weil wir hatten ein Ideal. Wir haben zusammengehalten, da wäre nicht einer nicht gekommen. Und wenn einer krank ist, ist noch angekommen, noch angekrochen gekommen, mir geht's schlecht, Leute, aber ich bin da, weil ich habe jetzt gar keinen Bock auf Musik, weil ich kann kaum die Gitarre halten oder so. Aber Samba Bati, das muss ich jetzt spielen. Von Salos Katana. Kennt ihr das noch? Weil unten, die wollen da ganz eng zusammen tanzen. Ja. Und da waren wir treu. Und dann kam Gott in mein Leben. Und dann habe ich gesagt, Herr, du hast mir alles vergeben. Und ich habe mich da unten hingehen. Ich sage, Gott, jetzt will ich dir treu sein. Ich will dein Wort treu sein und dir treu sein, so gut ich es verstehe. Ja, leider war ich einige Mal untreu. Das tut mir total leid. Einmal sollte ich an einen bekannten Politiker schreiben, der sehr krank war. Der wurde operiert auf Leben und Tod, Gehirntumor und hat noch einen Schlaganfall gekriegt. Das habe ich letzte Woche Arnold Geiger erzählt, den Leiter von Nehemia. In Albanien und der rief mich gestern an. Ich denke, hey, Arnold ruft an. Sagt der Udo, es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. Sag ich, was ist denn los, Arnold? Sagt er, ich habe mit einer Frau habe ich mitgenommen, mussten wir hinfahren und ich kannte die nicht und wir haben uns unterhalten und aus heiterem Himmel, sagt er, ich habe das überhaupt nicht irgendwie thematisiert, kam die auf diesen Politiker zu sprechen. Und er sagt, ja, mit denen verbindet mich was Besonderes, hinter denen ist Gott hinterher. Sagt er so? Sagt sie, ja, er war vor Jahren sehr krank, Gehirntumor. Und Gott hat mir im Vorfeld gesagt, dass er das weiß und ich habe ihm geschrieben. Und habe gesagt, sie sind lebensgefährlich krank erkrankt. Also sie sollen eins wissen, Gott ist mit ihnen, das sieht sie. Das war meine Aufgabe. Arnold sagt, das muss ich dir unbedingt sagen, damit du entlastet bist. Ja, wenn wir untreu sind, ist Gott immer noch treu. Und wenn du nicht bereit bist, mitzugehen, dann wird er jemanden anderen finden. Und wenn er niemanden findet, dann erweckt er sich Steine. Er ist Gott. Aber das Fantastische ist, wir können, wenn wir wollen,
dabei sein. Und ich möchte unbedingt dabei sein. Ja, das ist so wichtig, Treue zwischen Nationen. Da werden Wirtschaftsabkommen geschlossen, zum Beispiel kulturelle Abkommen, militärischen Beistand. Treue Gott gegenüber, ich habe gesagt, seinem Wort gegenüber. Das sind Verpflichtungen, Aufgaben übernehmen, Abmachungen, Versprechen. Ich stehe dazu. Und ich finde das so hammermäßig, dass unser Gott treu ist. Ich habe tolle Lieder rausgesucht. Was für eine Führung. Nein, einfach treu, die Band. Gestern so gegen Mitternacht gleich angerufen, was predigst du morgen? Wir waren gerade aus Berlin zurück. Und ich sagte Treue und ein Lachen ging aus dem Telefon. Oh, Treue, das ist ein Thema, kennen wir schon. Kennen wir schon, stimmt. Aber sind wir treu? Sind wir treu? Naja, sagt jemand, naja. Das Tolle ist, dass wir ein super Fundament haben. Treu ist Gott und nichts, das haben wir auch heute gesungen, Böses in dir, du bist gut. Ja, ich habe richtig heute so die Gegenwart Gottes gemerkt. Wenn du so merkst, was ist das hier für eine Atmosphäre? Das ist Gott, der bei dir anklopft. Das ist auch, was passiert hier überhaupt? Das ist der allmächtige Gott, der ist nicht sichtbar, aber der kann unsere Herzen berühren. Und das ist ja der Hammer, oder? Gott ist treu und nichts Böses ist an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Und das ist doch ein richtiges Fundament, um mit ihm im Bund zu schließen und sagen, da will ich auch treu sein, oder? Ich finde es klasse. In der Bibel steht, denn Gott ist treu, das war das Alte Testament und im Neuen Testament, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Das bedeutet immer, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist er der treue hohe Priester. Wir können sagen, oh Gott, ich habe ohne dich gelebt. Ich kenne dich gar nicht, komm in mein Leben. Er wird kommen. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid, dass ich diesen Politiker nicht geschrieben habe, aber ich will es wieder gut machen. Er wird dir vergeben und er wird dir zeigen, was du machen kannst. Ja? Oh Gott, gib mir eine neue Chance. Er wird dir eine neue Chance geben. Gott, bitte vertrau mir wieder. Er wird dir wieder vertrauen. Es ist nicht so einfach, wenn das Vertrauen weg ist, oder? Ich hatte ein Erlebnis, ich spiele ja viel zur Beerdigung Solotrompete und war in der Schweizer Weg, kriegte eine Anfrage, ob ich eine Beerdigung mache, komme zurück nach Hause und vergesse es. Ich sitze in meinem Büro, da klingelt das Telefon von meinem Top-Manager und der sagt, was machst du gerade, Udo? Ich sage, ich schreibe gerade hier, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Ja, du solltest eigentlich, ich wohne in Salzer-Spremberg in Neukirch sein, ich weiß gar nicht, ist über 20 Kilometer weiter. Jetzt! Ich sage, in, oder 5 Minuten, ich sage, und da bin ich losgefahren, dachte ich, na gut, dann spiele ich nur nach der Trauerfeier. Aber denkst du, es war eine katholische Trauerfeier, die war von weg und die standen direkt am Grab und warteten, dass sie können, den Leichnam beisetzen und ich sollte dazu Trompete spielen. Leute, ich bin gefahren, ich kann das jetzt hier nicht sagen, weil dann holen die mir gleich die Fahrerlaubnis weg. Und wie das dann so ist, du fährst und was ist in Wersdorf? Ein Pferdefuhrwerk ist vor dir. Es ist dann auch so wie, und jede Ampel, die da kommt, eine Baustellenampel, ist natürlich rot. Also wenn ich Zeit habe, sind die immer grün. Aber wenn ich keine Zeit habe, sind die Luder immer rot. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls habe ich 20 Minuten gebraucht, was schon sportlich trotz Pferdevorwerk und roter Ampel ist. Und dann standen die Leute da, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, es tut mir so leid. 2 Wochen später hatte ich dasselbe Institut wieder in der Sache und ich war schon auf dem Friedhof da, aber war noch nicht auf dem Parkplatz, aber war noch nicht im Friedhof. Da rief mich mein Manager wieder an und sagte, Udo, wo bist denn du? Ich sag, ich hätte fast gesagt am Schreibtisch, aber so böse bin ich auch nicht. Und da bin ich zu der Frau gekommen, die das Institut hat und dann habe ich gesagt, hatte gesagt, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ich sage, warum? Ja, sagt sie, weil das wieder aus derselben Familie jemand verstorben ist. Und ich habe sie nicht gesehen. Also das Vertrauen war angeknackst. Und ich bin dann wieder, es ging ein paar Mal so. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, wissen Sie was, es tut mir total leid. Ich habe kein Geld genommen natürlich, für das, wo die 20 auf mich gewartet haben. Also sie hatten was davon, die konnten dann sich mal aufwärmen gehen danach und hatten Geld zur Verfügung. Ne? Also ich habe es versucht gut zu machen. Ich sage, wissen Sie was, wir machen alle Fehler, es tut mir total leid. Ich war in der Schweiz, ich werde in Zukunft alles anders machen. Ich werde das in meinen Schreibtischkalender schreiben, ich werde es ins Handy sowieso schreiben, mit Ermutigung, man muss aus den Fehlern lernen. Aber ich bitte Sie, vertrauen Sie mir neu. Und jetzt war ich mal krank, früh stand ich auf, konnte keinen Ton spielen und ich habe sofort Ersatz für Sie gesucht. Aber es ist ein Weg, Vertrauen wieder aufzubauen. Man kann Vertrauen schnell verlieren. Und es ist schwer aufzubauen. Aber Gott sei Dank ist es bei Gott nicht so. Wir lesen das hier in der Bibel. Das ist gewisslich wahr. Sind wir
mitgestorben, so werden wir mit Jesus. Ist das cool? Ich finde, da denke ich jeden Tag dran, wie das sein wird. Okay, dulden wir, so werden wir mit. Wow, Gott wird uns Verantwortung übergeben. Herrschen heißt, ich habe Verantwortung. Na? Verleugnen wir, so wird er. Nee, musst du mal lesen. Kannst du lesen? Mal in die Schule gehen. Verleugnen. Verleugnen. Das ist eine heiße Bibelstelle, könnte man drüber mal predigen, wer möchte mal? Ach, da zu Hause ist einer. Okay, nächste Woche. Nee, geht's nicht, aber demnächst mal. Okay, sind wir untreu, so bleibt er. Und das ist der Hammer. Gott sagt, hey, egal was du machst, ich werde treu sein, das ist mein Wesen. Ich stehe zu meinem Wort und es ist wohl dem, der es kennt und dem Wort vertraut. Ja? Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist Gott. Gott bleibt treu und wird immer treu sein. Halleluja, jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich jetzt hier hingepredigt. Ja, ich denke dran, dass Gott auch viel leiden muss. Also ich damals mit meinem Freund, ich habe total gelitten. Ich war total enttäuscht und die Freundschaft ist zerbrochen. Man hat ihn dann auch in der 8. Klasse mit Handschellen aus der Klassenzimmer geführt und in der Erziehungsanstalt gesteckt. Du musst ihn wahrscheinlich kennen. Ja, und wir haben uns dann erst viele Jahre später gesehen. Aber da ist echt was zerbrochen und er hat sich auch nicht entschuldigt bei mir oder irgendwas. Dann hätte man können das natürlich auch vielleicht wieder in Ordnung bringen. Es war auch einfach sein Wesen, nicht treu zu sein. Das war ein Lebensstil, nicht treu zu sein, sondern den eigenen Vorteil. Wie fühle ich mich gerade, danach zu leben? Wie geht es mir gerade? Leider leben Christen auch so, oder? Das ist von Anfang an, wenn du die Bibel dir anschaust, Israel wird aus Ägypten rausgeführt, erleben sagenhafte Zeichen und Wunder, sagenhafte Sachen. Und kaum ist der Anführer mal nicht da, der Oberindianer, der Mose, da machen sie sich ein goldenes Kalb und sagen, du hast uns aus Ägypten geführt. Und wir schütteln den Kopf und sagen, wie kann das sein? Aber wir sind manchmal nicht viel besser. Wir haben gerade noch Gott erlebt. Und die nächste Kleinigkeit, und wir vertrauen ihn nicht. Und wir tun so, als wenn kein Gott da ist. Und wir fangen an zu reden. Unser Herz füllt sich mit irgendwelchen Schwachsinn. Und wir bauen uns ein goldenes Kalb. Das ist unsere Hoffnung. Das ist schlimm, oder? Ich habe es schon so gemacht. Kaum kommt ein Problem. Bin ganz verzweifelt. Lona guckt mich an und sagt, was ist denn los, Udo? Du bist doch der heiße Prediger. Du bist doch der Gott vertraut. Und jetzt hast du ja ein Problem. Gehst du und sagst, was soll ich machen? Was soll ich machen? Wer kann mir helfen? Gott kann dir helfen. Komm doch erst mal zur Ruhe. Geh doch erst mal zu ihm. Er ist treu. Und wir wissen, dass er treu war, Israel gegenüber. Und zum Ziel gekommen sind. Also wir sollten es besser wissen. Ja? Wir sollten es besser wissen. Sind wir besser? Das ist die Frage. Wir sollten besser sein. Es gab ein Lied, das mochte ich früher nicht. Nachdem ich bekehrt war, hieß es, besser sind wir nicht. Besser sind wir dran. Weiter. Jesus macht uns frei. Fängt von vorne an. Nochmal gemeinsam. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei. Fängt von vorne an. Das waren eben noch Lieder, Leute. 3 Harmonien und jeder konnte mitmachen. Ah ja. Und ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt, ich bin von Neuem geboren, ich kann nicht mehr sündigen. Ja, im Geist nicht, aber wie oft bin ich im Fleisch? Und es ist wirklich wahr, wir sind besser dran, wir können zu Jesus kommen. Aber ich glaube auch, dass wir einen Weg der Heiligung gehen können. Also das Lied ist für mich immer noch so zwiegespalten. Ich glaube, dass wir uns verändern können. Und dass wir lernen können, treu zu werden. Und dass Leute uns wieder vertrauen können, wie die Chefin da von diesem Beerdigungsinstitut. Wir sollten einfach losgehen. Wir haben einen Bund geschlossen. Und ich bin so froh, dass wir in diesem neuen Bund sind, im Neuen Testament leben. Und dieser Bund ist zwischen dem Vater und dem Sohn geschlossen. Und die nehmen uns mit hinein. Zwischen Gott Vater und zwischen Gott Sohn. Und die sind absolut treu. Und dieser Bund wird niemals gebrochen werden. Niemals. Und da können wir hineinkommen. Wenn wir zu Jesus gehen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt alle unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 8. Oder? Da ist er treu, du kannst es wissen. Aber kommen musst du selber. Hinkommen musst du selber. Du bist frei. In Christus frei. Du kannst mit ihm gehen oder auch nicht. Du
kannst treu sein, untreu. Und du merkst, ich bin untreu, kannst du sagen, Heiliger Geist, komm auf mich, gib mir gute Gedanken, damit ich treu bleibe, erinnere mich. Er ist unser Beistand. Die Bibel sagt, er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat, im Johannesevangelium. Also dass er uns erinnert und sagt, Herr, erinnere mich dran, wie gehe ich um mit dem Problem? Heiliger Geist, erinnere mich, dass ich auf Jesus schauen kann, er ist treu, den kann ich vertrauen. Es ist natürlich wirklich auf dem Wasser gehen. Es geht wirklich manchmal um Leben und Tod. Aber wie oft habe ich mit Alona erlebt, dass er treu ist. Als wir mit dem BMW im Winter abgeflogen sind. Und wir waren nicht so langsam unterwegs. Total schaden das Auto, wir hatten nicht einen Kratzer. Was haben wir erlebt mit unserem Sohn, der im Zimmer mit Giftgas lag? 2,5 Stunden. Auch unsere Karin, meine Schwägerin, war da, die Zeuge, haben raus. Und Gott hat ihn gerettet. Er ist treu. Es hat was gebracht, jeden Abend in Treue ihm die Hände aufzulegen, mit ihm zu beten. Und sagen, Gott, ich befehle sie dir an, meine Kinder. Unsere Tochter ist eine Mauer runtergefallen. 2 Meter. Nichts. Kleinen Kratzer an der Hand, aber nicht mal geweint. Du warst so ein ganz kleines Mädchen. Gott ist treu. Es lohnt sich zu beten für die Familie. Es lohnt sich, treu dran zu bleiben, Leute. Es lohnt sich, für den Nachbarn einzutreten. Das kann mal jemand zu mir sagen, das ganze Gebet, es bringt nichts. Ich sage, ich bete nicht nur, dass ich sehe, ich glaube, dass ich in den Riss treten kann, auch für meine Familie, für meine Verwandten, dass ich stellvertretend Buße tun kann. Ich glaube das, was die Bibel sagt. Und das werde ich machen, solange ich hier bin. Solange ich hier Atem habe, werde ich beten. Im Himmel bete ich sowieso. Bin ich so von Gott begeistert. Da werden Trompeter ja auch gebraucht. Ich weiß nicht, ob man E-Gitarre braucht. Harfe ist gut, aber keine Frage, weiß ich nicht. Eins weiß ich, Trompete. Ich habe gerade eine Bibel gelesen, die Israeliten haben sich eine Trompete aus Metall gemacht, getrieben. Aus getrieben, was war das? Aus Silber, ne? Getrieben, also das waren Handwerker, wahrscheinlich vom Fahren ähnlich. Und die haben geblasen und dann sagt Gott, wenn die blasen, die Trompeter, dann will ich vom Himmel her hören. Und wisst ihr, manchmal lese ich die Bibel und es berührt mich so, bam! Kennst du das? Jetzt nehme ich die Trompete, blase ein paar Töne mich ein und dann blase ich als erstes Lobe den Herrn, jeden Tag. Und sag, Herr, du hörst vom Himmel her, denn du bist derselbe gestern, heute und? Das heißt, wenn ich jetzt meine Kanne nehme, Kanne sagen die Musiker, meine Kanne, und ich blase, dann weiß ich, Gott hört. Wenn mein Herz dabei ist. Halleluja. Also lernt die richtigen Instrumente, Leute. Ich kann Unterricht geben. Okay, ich muss ein bisschen vorankommen, ne? Untreue ist zerstörerisch. Ja, der Heilige Geist kommt, der will uns helfen, der will uns herausfordern, denn es ist ja, wir sind versiegelt mit ihm und er will uns erinnern, ermutigen, ermahnen, ich sagte es schon, und unser Leben ist kein Spaziergang. Das dachte ich, wenn ich jetzt Jesus habe, die Lona sagt zu mir, wo wir Jesus hatten, dachten, es ist nichts mehr unmöglich, es ist alles möglich, nichts ist unmöglich, das Leben wurde jetzt einfach nur ein reines Fest. Nein, es ist auch ein Kampf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bleib dran. Es ist nicht nur ein Spaziergang. Und es gibt große Herausforderungen, die manchmal unser Verstehen übersteigen, unser Verständnis übersteigt. Aber wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und bitte, ich habe ihn leider oft betrübt, musste abends mich hinknien vor, ich knie immer vor der Badewanne. Ich weiß nicht, was der Herr dazu sagt, aber dann habe ich die Zähne geputzt, die Sicht gewaschen. Ich sag jedes Mal, Herr, ich habe auch nicht viel Zeit, weil meine Ilona wartet im Bett. Und wenn ich zu spät komme, schimpft sie mit mir. Aber Herr, den Tag muss ich nochmal durchgehen. Punkt, 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 Punkt. Und dann ab ins Bett und Händchen halten. Immer. Nochmal die Hand geben, gute Nacht sagen, in Treue. Und wenn die Ilona mir nicht die Hand gibt, dann ist es früh, auch beim Frühstück spätestens aus. Eigentlich sollte es abends immer die Hand geben. Also sagen wir, zu wie viel Prozent würde ich sagen? 99,9% Händchen. Aber das 0,1%, das kommt auch vor. Dann habe ich zu lange vor der Badewanne gekniet. Oder wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Aber 0,1%, also Herr. Schon gut. Danke, Herr. Danke, Herr. Untreue kann sehr zerstörerisch werden. Wisst ihr, das ist wie... Egal wo wir sind, wir haben was ausgemacht, das ist wie eine Kette, das sind Glieder und die müssen halten. Und wenn dann die Kette so geflickt wird, dann weißt du, wenn die erste Belastung kommt, geht's ratsch. Und es gibt einen Absturz. Untreue ist zerstörerisch, kann Spaltung hervorrufen.
ja, kann Enttäuschung, natürlich Vertrauensverlust, wie ich es auch erlebt habe, mir gegenüber, war berechtigt auch irgendwo. Ach, das ist so ein untreuer Typ, bringt Leid hervor, Hoffnungslosigkeit, hat doch alles keinen Sinn, macht manche Menschen einsam, weil sie sich total enttäuscht fühlen. Bei meinen Trauergesprächen, meinen Kollegen wird es ähnlich gehen, meinem Freund wird es ähnlich gehen, dann höre ich viel auch von Enttäuschung. Wo waren Leute eben nicht treu? Ja. Also es ist schlimm. Orientierungslosigkeit, wem kann ich überhaupt noch vertrauen? Weil Menschen orientieren sich an uns. Ich weiß, dass Menschen sich auch an mir orientieren. Und wenn ich nicht treu bin, dann werden sie sagen, was der erzählt, das stimmt hinten und vorne nicht. Ja. Und Projekte sterben. Man hat sich gemeinsam was vorgenommen, das werden wir gemeinsam tun. Und Projekte sterben. Ich bin so froh, dass Gott mir treue Leute an die Seite gestellt hat. Einer meiner besten Freunde, Uli, wenn er nicht gewesen wäre, wenn er sich nicht bekehrt hätte auf dramatische Art und Weise, ja, das, wir haben zusammengehalten, wir sind durch schwere Zeiten gegangen, wussten manchmal nicht mal, wie es weitergeht, aber treu. Und als ich mal krank war, ein Geschwür hatte, ist er jeden Tag zu mir gekommen, hat gebetet. Bis ich zum Arzt gegangen bin, und ich dachte, egal, wenn ich jetzt nicht mehr lange lebe, ist egal, ich muss doch mal zum Arzt gehen. Ich habe es extrem lange rausgezögert. Und auf dem Weg zum Arzt wurde ich geheilt, wahrscheinlich. Und der Arzt konnte nichts finden und ich war gesund. Aber treue Leute, das ist so was Wertvolles. Versteht ihr, Gott ist treu. Es ist so wichtig, dass treue Leute da sind. Und es hängt auch ein bisschen mit unseren Idealen zusammen. Auf welcher Ebene sind wir treu? Auf einer Ideologie oder ist es Gott? Wo wir gegenüber demütig sein können. Das ist auch eine Treue. Ich werde demütig sein. Ich werde ehrlich sein, ich werde wahrhaftig sein. Auf mich kannst du bauen. Bei mir, wenn Not ist, kannst du Mitternacht noch anrufen. Muss natürlich Glück haben, der Udo schläft gut. Aber verstehst du, was du meinst? Was ich meine? Ich stehe zu der Gemeinde, ich stehe als Pastor. Ich gehe nicht einfach weg, wenn es nicht läuft. Und es ist manchmal nicht gut gelaufen. Und ich habe viel Dresche auch gekriegt. Ich habe zu Hause geschrien, Gott macht deinen Mist allein. Aber dann kam der Heilige Geist und hat gesagt, hey, bleib treu. Bleib treu. Ich habe mich selber abgelehnt. Ich sage, Gott, ich bin ungeeignet. Es gibt so viel bessere Typen, so viel heiligere Leute, viele Leute, die viel besser drauf sind. Und Gott sagt, bleib treu. Ich bin's. Wenn ich dich nehme, dann kann ich dich gebrauchen. Und wenn du das Ding ohne mich machen willst, dann bin ich trotzdem treu und stehe zu dir. Aber du wirst auch sehen, ich werde dich zur Umkehr bringen. Vertrau mir. Und Leute, so ist es in allen Dingen, auch wenn Projekte entstehen. Ja, es braucht treue Leute. Das Reich Gottes braucht treue Leute. Und Gott ruft dich heute, dass du eventuell auch zur Umkehr kommst. Denn die Treue ist umkämpft. In schwierigen Zeiten, wenn kein Erfolg da ist, bin ich trotzdem noch treu. Ich habe ja mein Ja gegeben, ich stehe dazu. Es läuft überhaupt nicht. Wenn es überhaupt nicht läuft, dann geh zu Gott und sag, Gott, was ist hier los? Ich habe mein Wort gegeben. Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn dich Leute enttäuschen, damals war ich kein Christ, ich habe dem fallen lassen, ich wollte mit dem nichts mehr eigentlich zu tun haben. Heute würde ich anfangen, für ihn zu beten. Dann hätten sie ihn vielleicht nicht in Handschellen abgeholt und in die DDR-Besserungsanstalt gebracht. Das war auch kein Spaziergang für ihn. Ja, was tust du, wenn du treu bist? Wenn du Stress hast, bist du dann noch treu? Und sagst, ich habe keine Zeit, ich will jetzt nicht. Bist du noch treu, wenn du dadurch Nachteile hast? Aber du hast dein Wort gegeben, du hast Nachteile. Bist du treu, ja, auch in Zeiten, wenn viele Menschen den Gott den Rücken drehen und dem Materialismus ergeben sind? Ich und meine Bedürfnisse? Bist du Gott treu, wenn er zu dir spricht und sagt, beschenke mal jemand anders, segne mal jemand anders. Ja. Bist du treu in Zeiten, wenn Gottes Wort in Frage gestellt wird? Jetzt früh bin ich mal ans Radio gesprungen, sag Gott, ich sage Ilona, ich muss sofort ausschalten. Da kam das Andachtswort früh. Und Gottes Wort wurde in Frage gestellt, in Größenordnung. Ich sage, ich weiß schon, aber ich will es nicht hören. Heute früh war es anders. Heute war ein Moritzburger Diakon. Ich sage, Luna, das wird gut. Moritzburger Diakon, das wird garantiert glaubensvoll. War auch so. Okay, aber in solchen Zeiten, ja, bist du treu, dass du die Bibel liest?
ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen miteinander. Dass du sie liest. Jeden Morgen mit der Lona lesen wir Bibel und sagen, oh, was sagt uns das? Das ist Nahrung. Leute, lasst uns treu sein. Nicht nur gute Vorsätze haben. Und wenn du es nicht schaffst, komm, hilf mir, Heiliger Geist. Treue. Auch da, Sünden gegenüber, dass ich zu Jesus gehe und sage, Herr, ich komme zu dir und ich bekenne meine Sünden. Ich schübe sie nicht unter den Teppich, dass sie immer stärker werden. Treue ist für unser Miteinander und gerade auch im Ehrenamt so wichtig. Herr, ich möchte einfach danken, dass du treu bist. Dass du treu gegenüber mir warst, wo ich untreu war. Gegenüber meiner Lona und mir, dass du uns zusammengestellt hast, dass wir treu sind, dass wir uns blindlings vertrauen können. Dass nicht ein Gedanke kommt, dass jemand den anderen untreu wäre. Dass wir uns lieben. Die Basis ist Treue und deine Liebe, Gott, zu uns. Ich danke dir für Männer und Frauen in dieser Gemeinde, die treu sind, die jahrelang dabei sind, ob es gut oder schlecht läuft, ob der Pastor gut oder schlecht drauf ist, ob ihnen die Botschaft gefällt oder nicht gefällt. Sie sind treu, denn sie dienen dir und wir dienen auch der Gemeinde. Es ist ihre Gemeinde. Ich danke dir dafür. Für treue Leute in unserem Land, Politiker, die treu sind, die treu rein dienen, die tagtäglich sich investieren und das Gute suchen. Ich danke dir für treue Leute in der Wirtschaft, Unternehmer, die treu da sind, die versuchen wirklich für ihre Arbeitnehmer das Beste rauszuholen, die wirklich in Segen sind, die treu mit den Finanzen umgehen. Ich danke dir für solche Unternehmer. Ich danke dir für alle Arbeiter, die treu sind, die hinter der Firma stehen, die da nicht mitgehen lassen, die wirklich das Beste für die Firma suchen, die treu sind. Ich danke dir für Freunde, die treu sind untereinander, die zusammenhalten. Ich danke dir für Familienzusammenhalt, wo man treu zueinander steht und sich hilft, auch wenn es manchmal unbequem ist, auch wenn man sich manchmal nicht versteht. Wenn man nicht versteht. Und ich danke dir für alle Christen, die dir treu sind, Herr. Das sind mir Vorbilder. Auch wenn wir dich, Gott, nicht immer verstehen. Wenn wir manchmal sagen, wir würden es ganz anders machen, aber du bist treu und dir vertrauen wir. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, komm auf uns und zeig, wo ist Untreue. Dass wir anfangen, Buße zu tun und dass wir umkehren und dass wir hineinkommen in das Reich der Treue und der Liebe. Amen. So wahrhaftig, ewiger Gott, du bist mein Friede, Herr allein, dir vertraue ich. Höre mich, o Herr, ich rufe zu dir. Höre mich, o Herr, ich rufe zu dir. Du bist mein Fels und meine Stärke.
Danke, Herr, das glaube ich selber zutiefst und habe es schon zigfach erlebt in meinem eigenen Leben, dass du die Festung bist, dass du der treue Gott bist, der mich auch in Stürmen festgehalten hat. Nicht nur in guten Zeiten, auch in ganz schweren Zeiten. Danke, Gott. Und so will ich hier auch danken, auch das gehört dazu, dass wir Geld zusammenlegen können für Missionsarbeit oder die verschiedensten Dinge, die in der Gemeinde anstehen, die auch Finanzen brauchen. Und auch das ist ein Zeichen deiner Treue, Gott. Denn jeder Schein und jede Münze kommt von dir. Auch die Arbeit, die wir haben, mit der wir dieses Geld verdienen. Und dass wir es reingeben können, weil wir da noch lange nicht am letzten sind, ist ein Verdienst von dir, nicht von uns selbst. Wir wollen uns verpflichten, dass wir dieses Geld treu verwalten und es für die Dinge ausgeben, die dich groß machen, die dein Reich immer weiter bauen, ob nah oder fern. Danke, Herr, dass du uns versorgst mit allem und darüber hinaus, was wir brauchen. Und so wollen wir uns verabschieden von euch, von Ihnen zu Hause. Vielleicht sind Sie treu bis zur nächsten Woche und wieder da und sind wieder mit uns zusammen oder Sie kommen selber her, was noch schöner wäre, kommen selber durch unsere Tür. Unsere Tür ist weit auf für jeden, der kommen will oder auch viele andere Gotteshäuser, weit auf, um den kennenzulernen, der immer treu ist, in allen Zuständen, in allen Umständen, aber der uns auch gut kennt, besser als wir uns kennen. Der uns trotzdem den beiseite schiebt und wegschickt, der weiß, dass wir es immer wieder nicht hinkriegen, aber der gnädig und barmherzig ist und uns wieder aufnimmt, der immer mit weit geöffneten Armen dasteht, wenn wir zu ihm gerannt kommen oder geschlichen kommen oder gekrochen kommen, egal wie du kommst. Er nimmt dich in seine Arme. Das ist sicher. Er kann gar nicht anders, weil er uns liebt. Danke. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Adventssonntag zu Hause und auch eine schöne weitere Adventszeit. Bis dann.